The number you have dialed has been changed. The new number is... Please note, the Hi. New number is... Schauen wir uns die Lösung zur Java-Klausur Promot 1 an von diesem Sommersemester 2016. Mein Name ist Anton Illig. Ich habe die Klausur gestellt und bringe hier einige Erläuterungen zur Lösung der Klausur. Die Java-Klausur am Ende des ersten Semesters besteht zur einen Hälfte aus Fragen rund um Java und die Softwareentwicklung. Hier ist eine gewisse Ausdrucks- und Formulierfähigkeit notwendig und die Kenntnisse der Fachbegriffe ist unerlässlich. Mit anderen Worten, der Inhalt des Promot 1-Skripts ist maßgebend. Die andere Hälfte der Java-Klausur besteht aus Programmieraufgaben. Hier ist Java-Code gefragt und zur Lösung unverzichtbar. Mit anderen Worten, die praktischen Übungen und Case Studies sind maßgebend. Es muss programmiert werden. Schauen wir uns nun mal die Java-Klausur vom Sommersemester 2016 an. Hier in der Besprechung der Klausur betrachten wir zuerst die Fragen rund um Java und die Softwareentwicklung. Hier nun die Fragen. Frage 1 in der Java 1 Klausur war: Beschreiben Sie detailliert Sinn und Zweck der funktionalen Abstraktion. 18 Punkte, wenn man alle Argumente hatte. Die Lösung der Frage: Sinn und Zweck der funktionalen Abstraktion ist es, algorithmische Abläufe werden in einer Funktion oder Methode zusammengefasst und sind so immer dann abruf, wann sie gebraucht werden, ohne dass diese algorithmischen Abläufe erneut, also in place, notiert werden müssten. Im Detail angepasst, was die zu B und verarbeitenden Daten betrifft, werden die Methoden, Funktionen durch Aufrufparameter beim Aufruf bzw. durch formale Parameter bei der Definition. Wann, wo haben wir das diskutiert? Sie finden das im Skript auf der Seite 120 im Kapitel 9.10 Wie entwickle ich eine Klasse? 10 Schritte zum Ziel. Frage 2 in der Java 1 Klausur Sommersemester 2016 war: Modellieren Sie eine Java-Klassenhierarchie mit zwei Klassen, die folgende Aufgabenstellung löst. In einem Personalverwaltungssystem gilt es, Informationen über diverse Personengruppen in der Firma zu verarbeiten. Stets von Bedeutung sind die Daten über die einzelnen Personen, Stellenbezeichnung, Mitarbeiternummer und Gehalt. Java-Programmieraufgaben schauen wir nachher separat in Eclipse an. Ich überspringe das jetzt mal. Die dritte Aufgabe in der Java 1 Klausur Sommersemester 2016 war: Entwickeln Sie eine lauffähige Java-Applikation mit folgendem Inhalt. Definieren und initialisieren Sie eine 4x5 Matrix, eine Integer-Matrix mit 4 Zeilen und 5 Spalten. MyMatrix soll sie heißen und hat den Inhalt, den Sie hier sehen. Es sind Zahlen von 200 bis 900 in dieser Matrix gespeichert. Zur Initialisierung der Matrix muss in einer geschachtelten Vorschleife die Initialisierung algorithmisch erfolgen. Werte sind also rechnerisch zu bestimmen. Auch diese Aufgabe überspringen wir mal, bis wir Eclipse geöffnet haben, um uns die Lösung anzugucken. Vierte Aufgabenstellung in der Java 1 Klausur Sommersemester 2016 war: Sie kennen die Java Schlüsselworte. Integer, großgeschrieben, Boolean, kleingeschrieben, Char, Character, wieder großgeschrieben, Break und String. Beschreiben Sie detailliert, in welchen Zusammenhängen die aufgezählten Schlüsselworte auftreten können und welche Bedeutung die Schlüsselworte dabei haben. Ein Codebeispiel dürfte auch geliefert werden. Schauen wir uns die Lösung an. Lösung für diese Aufgabe 4. Integer, großgeschrieben, ist eine Wrapper-Klasse zum Datentyp Int. Gibt 2 Punkte. Boolean,
Kleingeschrieben ist ein einfacher Java-Datentyp mit zwei Werten, True und False. Char ist auch ein einfacher Java-Datentyp zur Darstellung eines Textzeichens. 16-Bit Unicode hätte man da noch erwähnen können, alle Zeichen aller Sprachen darstellbar. Zwei Punkte dafür. Character, großgeschrieben, ist die Wrapper-Klasse zum Datentyp Char. Zwei Punkte. Break, nun ein Schlüsselwort aus dem Bereich der Anweisungen. Break ist der Sprung aus einer Schleife, zum Beispiel aus einer While- oder For-Schleife oder aus einer Mehrfachverzweigung. Switch Case beispielsweise. Drei Punkte gab es hierfür. String, Zeichenketten, Literale, wie beispielsweise ABC, können damit gehalten werden. In der Doku kann man nachlesen, the String Class represents character strings. All string literals in Java programs such as ABC are implemented of instances of this class. Haben wir diskutiert im Kapitel 6.3 primitive Datentypen auf der Seite 65 im Java 1 Script oder auf Seite 154 in Kapitel 13 Wrapper-Klassen. Fünfte Aufgabenstellung in der Java 1-Klausur. Beschreiben Sie detailliert die Bedeutung der Einstufung von Instanzvariablen einer Klasse als Public, Private, Protected oder Friendly. Hier waren 4 mal 2 Punkte, insgesamt 8 Punkte zu erringen. Schauen wir uns die Lösung an. Public regelt den Zugriff aus anderen Klassen, lässt diesen zu, auch aus anderen Packages. 2 Punkte dafür. Private erlaubt nur den Zugriff aus der eigenen Klasse, Zugriff nur innerhalb der Klasse, in der das Private-Datum definiert wurde. Kein Zugriff aus Subklassen, kein Zugriff aus Ableitungen oder gar aus anderen Packages. 2 Punkte hierfür. Protected erlaubt den Zugriff für Methoden aus Subklassen. Friendly, Zugriff aus gleichen Packages ist hier möglich. Wir haben das diskutiert im Skript auf der Seite 78 beispielsweise, Kapitel 6.6 Syntax Variablen Deklaration oder Seite 113 Kapitel 9.6 Zugriffsattribute. Die sechste und letzte Frage der Java 1 Klausur im Sommersemester 2016. Nennen und beschreiben Sie typische Funktionen einer Java-Entwicklungsumgebung. Was konnte man hier nennen? Naja, typische Aufgabenstellung, Programmfiles anzulegen und Ablage der Programmfiles zu organisieren, kümmert sich um die Anordnung und Abgabe von Programmdateien, kurz gesagt, 2 Punkte. Eine Entwicklungsumgebung dient dazu, Programme zu schreiben und zu editieren. Der Algorithmus wird in der Sprache des Programms geschrieben. 2 Punkte dafür. Programme zu übersetzen ist eine typische Aufgabe für Entwicklungsumgebungen. Der Text in der Sprache des Programms wird in den Bytecode für die Virtual Machine übersetzt. Macht die Entwicklungsumgebung durch Aufruf des Java-Compilers. Programm ausführen. Der Bytecode wird von der Virtual Machine ausgeführt und interpretiert, kann die Entwicklungsumgebung veranlassen. Oder zu guter Letzt vielleicht noch ein abschließendes Feature, Programme zu debuggen mittels Breakpoints und Dateninspektionen können schwer findbare Fehler aufgedeckt werden. So können sich die maximal 10 Punkte zusammensetzen. Wo haben wir das diskutiert? Naja, schon ganz früh auf der Seite 12 im Java 1 Skript, unsere Entwicklungsumgebung für die Übung. Da ist schon mal drauf eingegangen worden, was zu erwarten ist. Einige von Ihnen haben das in den praktischen Übungen auch ausprobiert. Kommen wir nun zu den Programmieraufgaben. Vorbemerkung zunächst.
alle zwei Programmentwicklungsaufgaben aus der Sommersemester-Promotionsklausur waren im Veranstaltungsmodul Übung dran. Die Klausuraufgabe 2, hier ging es um die Personalverwaltung, war in den Übungen F5 und F6 andiskutiert. Klausuraufgabe 3, also die Aufgabe mit der 4x5-Matrix, war die Übung 6 leicht modifiziert. In beiden Klausuraufgaben wurde die frühere Übung offensichtlich nicht erkannt. Analogschlüsse waren kaum zu erkennen. Was war in der Aufgabe 2a verlangt? Aufgabenstellung A war die Deklaration der Klasse Mitarbeiter. Als Instanzvariable waren drei Attribute verlangt und vorgegeben, die für Mitarbeiter typisch sind. Für den Methodenteil der Klasse sind verlangt ein parametrierter Konstruktor und der Default-Konstruktor. Die Notwendigkeit des Default-Konstruktors ergibt sich als Folge aus dem verlangten Konstruktor. Als weitere Methoden sind gefordert die Methoden Input und Output. Dabei waren die Hilfsmethoden für die Eingaben schon vorgegeben. In der Klausuraufgabe 2b ging es dann weiter. Aufgabenstellung B war die Deklaration der Ableitung Gruppenleiter aus der Klasse Mitarbeiter. Als Instanzvariablen waren wieder drei Attribute verlangt und vorgegeben, die für Gruppenleiter typisch sind. Für den Methodenteil der Klasse sind verlangt wieder ein parametrierter Konstruktor und der Default-Konstruktor. Und die Notwendigkeit des Default-Konstruktors ergibt sich wieder aus der Folge aus dem verlangten Konstruktor. Als weitere Methoden sind gefordert wiederum die Methoden Input und Output. Hilfsmethoden für die Eingaben waren wieder vorgegeben. Und letztlich aus dem Methoden- oder aus dem Aufgabenkomplex 2 die Aufgabenstellung C. Es gilt ein Gruppenleiterobjekt anzulegen, in der Hauptmethode jetzt. Die Attributwerte für das Gruppenleiterobjekt sind vorgegeben. Und nach der Instanzierung des Gruppenleiterobjekts waren die Daten auf der Konsole auszugeben. Also im Grunde genommen ein Main mit zwei Zeilen. Mehr war das nicht. Okay, schauen wir uns also mal die Programmieraufgaben zur Java 1 Klausur Sommersemester 2016 an. Hab schon die Datei eröffnet, in der sich die beiden Klassen, die eine Rolle spielen, darin befinden. Wir haben einmal die Public Class Mitarbeiter Klasse. Ich vergrößere mal das Bild, damit Sie mehr sehen. So, und jetzt gucken wir mal, wir haben in der Public Class Mitarbeiter einige wenige Properties, die waren in der Klausur schon vorgegeben und benannt. Das war die Mitarbeiternummer, die Stellenbezeichnung und das Gehalt hat jeder Mitarbeiter. Selbst herausfinden und als Frage gestellt war die Frage nach dem Modifier, sodass diese Instanzvariablen nur in Ableitungen manipuliert werden können, richtiger Modifier dafür protected. Einige wenige Methoden waren verlangt. Das war einmal ein Konstruktor, mit Hilfe dessen Parameter übergeben werden können, wenn der Mitarbeiter instanziert wird. Konstruktoren heißen immer wie die Klasse. Wir haben also hier Mitarbeiter. Und eingestellt werden soll die Mitarbeiternummer, wird also angegeben, die Stellenbezeichnung wird angegeben und das Gehalt wird angegeben. Die Initialisierung, die der Konstruktor übernimmt, einfach, keine Namenskonflikte. Sie sehen, Mitarbeiternummer wird mit Endnummer initialisiert, Stellenbezeichnung aus den Properties da hier oben wird mit S-Bezeichnung initialisiert und die Instanzvariable Gehalt mit
M-Gehalt. Damit ist der parametrierte Konstruktor fertig. Wenn wir einen Konstruktor zur Verfügung stellen, müssen wir auch den Default-Konstruktor zur Verfügung stellen. Naja, das ist eben der Default-Konstruktor ohne Parameter, muss aber deklariert werden in der Klasse. Jetzt sind wir schon fast durch die Klasse Mitarbeiter. Wir haben nur noch übrig, was hier herunter steht. Das sind die Public-Methoden Input und Output. Input für das Füllen der Instanzvariablen durch eine Eingabe über das Keyboard mit Hilfe der vorgegebenen Standard-Input-Read-Int-Methode. Die stammt aus der Übung, war in der Klausur so verlangt. Außerdem wird dann noch abgeholt die Stellenbezeichnung und zu guter Letzt das Gehalt. Damit ist ein Objekt vom Typ Mitarbeiter über Input flexibel vom Keyboard aus zu füllen. Übrig bleibt noch die Methode für die Ausgabe. Eine kurze dreizeilige Methode SystemOutPrintLine. Mitarbeiternummer wird ausgegeben, Mitarbeiterstellenbezeichnung wird ausgegeben und Mitarbeitergehalt wird ausgegeben. Damit haben wir die Klasse Mitarbeiter endgültig fertig. So, zweite kleine Aufgabe in der Klausur war, von dieser Basisklasse eine Ableitung zu machen, die Gruppenleiter heißt. Genau das sehen wir hier. Hier ist die Class Gruppenleiter, Extends Mitarbeiter. Ich kennzeichne mal die Klasse, die Ableitung. Sie sehen, auch die ist sehr übersichtlich. Wir haben wieder einige Properties, die dazukommen bei der abgeleiteten Klasse. Ein Gruppenleiter ist Leiter einer Gruppe, die einen Namen hat, also Gruppenname spielt eine Rolle. Der Gruppenleiter muss eine gewisse Anzahl von Dienstjahren haben, 5 war verraten, und ein Gruppenleiter hat eine gewisse Anzahl von Mitarbeitern, die eben die Gruppe darstellen, die er leitet. Gruppe umfasst zwischen 5 und 10 Mitarbeiter. Es geht weiter wie mit unserer Basisklasse. Es wird ein Konstruktor, der Default-Konstruktor, mal deklariert, weil wir wissen ja, dass wir schon den parametrierten Konstruktor auch machen wollen, müssen, laut Klausurstellung. Für den parametrierten Konstruktor, das war eine der großen Hürden, die ist von wenigen erkannt worden. Ich brauche nicht nur die Initialisierungen für die Instanzvariablen des Gruppenleiters, also beispielsweise Mitarbeiteranzahl, Dienstjahre und Gruppenname. Nein, ich brauche auch die Initialisierungswerte für das Basisklassenobjekt, das ja hier mitkreiert wird. Das ist die Mitarbeiternummer, das ist die Stellenbezeichnung und das Gehalt, also 6 Parameter. Erster Aufruf im parametrierten Konstruktor ist der Basisklassenkonstruktor. Super, der bekommt mit seine Initialisierungswerte für seine Instanzvariablen, die er braucht. Die Basisklasse, Mitarbeiternummer, Stellenbezeichnung und Gehalt. Dann erst werden die jetzt neu dazugekommenen Instanzvariablen für den Gruppennamen zugeordnet, für die Anzahl der Dienstjahre und die Mitarbeiteranzahl. So, damit sind die Konstruktoren erledigt. Bewusst die gleichen zwei Methoden mit den gleichen Namen Input und Output, um hier das Thema Polymorphie mal in der Klausur anzudiskutieren. Es wird der Basisklassen Input zuerst aufgerufen, um
die Eingaben für die Basisklasse, für das Basisklassenobjekt einzusammeln. Dann folgt nur noch das Einsammeln der instanzvariablen Inhalt für den Gruppennamen, für die Dienstjahre und für die Mitarbeiterzahl. Damit werden alle Daten eingesammelt, die ein Gruppenleiterobjekt halten kann. Das Gleiche soll auch für die Ausgabe gelten. Die Ausgabe heißt genauso wie die Ausgabemethode aus der Basisklasse und hier mal ohne die Anwendung von Super Output. Auch das ist möglich. Wir können die einzelnen Instanzvariablen Inhalte auch so ausgeben. Wir können Mitarbeiternummer, Stellenbezeichnung, Gehalt ausgeben, dann noch letztendlich den Gruppennamen, die Dienstjahre und die Mitarbeiteranzahl für den Gruppenleiter oder für ein Gruppenleiterobjekt. Damit sind unsere zwei Klassen komplett abgehandelt und mehr steht in dieser Mitarbeiter-Java-Datei nicht drin. An zweiter Stelle, wie gesagt, Class Gruppenleiter Extends Mitarbeiter und an erster Stelle Public Class Mitarbeiter die Basisklasse. Das waren also praktisch die Übungen 2a, könnte man sagen. Übung Klausuraufgabe 2a. Also Klausuraufgabe 2a. Von hier aus bis zum Ende. Und hier begann dann die Klausuraufgabe. Klausuraufgabe 2b war eben die Ableitung. Nichts Besonderes, Standard, Default. So, damit hätten wir die beiden Klassen. Jetzt kommt noch die Anwendung dazu. Die ist ja noch kürzer. Streng genommen nur eine Zweizeile, nämlich die Anwendung heißt hier auch Anwendung. Sie enthält die Main-Funktion. Dort wird ein Gruppenleiter instanziert. Die Daten waren angegeben. 4722 ist die Mitarbeiternummer. Er ist Chefentwicklung. Das ist die Stellenbezeichnung. Das war die das Gehalt, das war der Name der Gruppe, das sind die Dienstjahre und das sind die Anzahl der Mitarbeiter in der Gruppe. So, damit ist der Gruppenleiter initialisiert über den parametrierten Konstruktor, der genau diese Parameter erwartet und dann erfolgt noch die Ausgabe des Gruppenleiters GR1 mit Output. Mehr war nicht notwendig. Das, was Sie hier sehen, ist schon eine Spielerei, die mal angedacht war für die Klausuraufgabe, aber nie gestellt wurde. Das war's, liebe Studenten. Ich hoffe, es hilft Ihnen weiter. Okay, schauen wir uns nun die Klausuraufgabenstellung für Java 1 an. Die Frage 3. In der Frage 3 war folgende Aufgabe zu lösen. Entwickeln Sie eine lauffähige Java-Applikation mit folgendem Inhalt. Also soll fertig sein, sodass übersetzbar ist und ausgeführt werden kann. Darf nichts fehlen. Definieren und initialisieren Sie eine 4 Zeilen, 5 Spalten Integer-Matrix. Die soll MyMatrix heißen und hat folgenden Inhalt. In den 5 Spalten der 4 Zeilen sind Werte von 200 bis 900 enthalten. Die Herausforderung war, dass die Initialisierung der Matrix nicht statisch erfolgen durfte. Das wäre die einfachste Lösung. Wir wollten aber Fachkenntnisse abprüfen und Sie mussten die Matrix dynamisch, also algorithmisch initialisieren. Das geht am einfachsten in Vorschleifen, die ineinander geschachtelt sind, oder hier steht, die Matrix muss in einer geschachtelten Vorschleife algorithmisch initialisiert werden. Die Werte sind also rechnerisch
zu bestimmen. Die Reihe erkennen Sie, sowas lernt man in der Schule, 200, und dann wächst der Wert jeweils um 100 für jeden weiteren Feldeintrag. Schauen wir uns nun das in Eclipse an. Ich habe Eclipse schon geöffnet und hier sehen Sie, meine Public Class heißt Matrix 4x5, eben 4 Zeilen, 5 Spalten, und der Rest ist in der Main-Methode gelöst. Mehr brauchen wir nicht dazu. Es kommt in der Public Static Void Main String Args erstmal das Erstellen der Matrix. Sie sehen, es ist Basisdatentyp Int. Zeilen, Spalten, MyMatrix heißt sie, und hier erfolgt die Allokation des Objektes MyMatrix 1 New Integer für 5, 4 Zeilen, 5 Spalten. Dann kommt die Ausgabe, das war in der Klausur gar nicht wirklich verlangt, aber jetzt fürs leichtere Verständnis eben quasi als Kommentar. System Out Println, Aufgabe A, Ausgabe der 4x5 Matrix. Ein Trennstrich, damit das bisschen auf der Konsole abgetrennt ist. Und jetzt muss natürlich erst die Matrix gefüllt werden, dann können wir das auch ausgeben. Der Wert, der in den Matrixfeldern verwendet wird, wird hier mal deklariert. Integer A mit 0 vorbesetzt, und in der Folge, Sie sehen es hier schon in der Zeile 15, wird dann der Wert algorithmisch, also rechnerisch manipuliert, sodass der jeweilige Wert dann im Feld landet. Die erste Schleife ist die Schleife über die Zeilen. Wir haben 4 Zeilen und 5 Spalten. Über die Spalten geht die zweite Zeile. Sie sehen das hier. Indizes I und J laufen von 0, erste Zeile in dem Fall, bis die Zeilennummer 4 erreicht. Das wird nicht mehr verwendet, deswegen I kleiner 4. Damit haben wir Zeile 0, Zeile 1, Zeile 2, Zeile 3, kleiner 4. Damit haben wir 4 Zeilen und hier 5 Spalten. Spalte 0, Spalte 1, Spalte 2, 3, 4, 4, kleiner 5, 5 Spalten. Der Wert wird hier begonnen zu manipulieren, wird dann entsprechend eingetragen und erneut manipuliert in der Zeile 19. Und wenn dann der Wert abgelegt ist, der errechnet wurde in den Zeilen 15 und 19, wird der Wert auch ausgegeben und die Matrix-Elemente werden mit einem Tabulator getrennt. So, wir werden das in der Ausgabe gleich sehen, auch optisch etwas ansprechender ausschaut. Naja, die restliche Arbeit in der Aufgabe 3 bestand darin, die Diagonalsumme zu errechnen. Jetzt darf man sich da nicht irritieren lassen, es ist keine quadratische Matrix. Also die fünfte Spalte wird sozusagen irrelevant, wir betrachten die nicht. B, Summe der Diagonalen von oben links nach unten rechts, und zu dieser Diagonalen leistet die fünfte Spalte keinen Beitrag. So ist das hier. Dann wird das wieder ausgegeben auf der Konsole, Aufgabe B, Ausgabe Summe der Diagonalen von oben links nach unten rechts. Auch das war so in der Klausur gar nicht verlangt, sondern nur die Diagonalsumme eben. Aber hier, wie gesagt, ein bisschen Spielerei, damit wir das bei der Ausgabe dann leichter erkennen, die wir gleich sehen werden. Kommen wir zu den Hilfsvariablen, die eine Rolle spielen. Im Grunde genommen ist die Hilfsvariable Integer x der Spaltenindex, Sie erkennen das daran, ne? Wird als Spaltenindex verwendet. Die Integer-Variable i, die mit 0 initialisiert wird, ist im Grunde der Zeilenindex. Ja, wir können es ja dazu schreiben. Wird als Spaltenindex genutzt. I, x wird als Zeilenindex genutzt. Und das Summe ist das Verräterischste, enthält die Diagonal
Summe. Ja? So, dann hier in der Weilschleife wird die Diagonalsumme gebildet, indem eben die momentane Summe um das richtige Element aus der Diagonale additiv geändert wird. Dann werden wieder Spaltenindex und Zeilenindex korrigiert und das Ganze läuft so lange, dass x eben kleiner ist als die, es läuft über die Spalten, wechselt praktisch mit jeder Zeile auch die Spalte, und wenn das x dann die Länge eines Zeilenvektors erreicht hat, ist Schluss, läuft also über die Spalten hinweg. So, dann steht die Summe in der Integervariablen Summe. Wenn wir das ausgeben, müssten wir das sehen. Genau das probieren wir jetzt mal. Mache deswegen das Bild ein bisschen kleiner. Sie sehen schon da unten eine Ausgabe, lasse es aber nochmals laufen, sodass Sie sehen, die Ausgabe wird erzeugt. Zunächst werden die Inhalte der Matrix ausgegeben und damit haben wir die Diagonale 200, 400, wären 600, 1200 und 800. Müsste also rein rechnerisch 2000 ergeben, der Betrag. Und tatsächlich genau das ist auch das, was hier ausgegeben wird. Unsere Rechnung stimmt also. Das war's. Hoffe, das hilft Ihnen. The number you have dialed has been changed. The new number is, please note, the new number is